was habe ich denn da beim Vorschaffeln gesehen? Okay, it's giving growth. Okay, it's giving boss bitch. It's giving glamour. It's giving all of that. Okay, ich habe gesehen, dass mein liebes Teamschütze sich endlich trennt von allem, was manipulativ ist, von jedem und allem, was wer und was keine Entscheidung treffen möchte, ja, bezogen auf euch. Alle Dinge, die jetzt schon seit Ewigkeiten irgendwie in den Sternen stehen und wo sich nichts tut, I saw it. Okay, Leute, ihr trennt euch von dem Shit and I fucking love it. Für einige von euch könnte das tatsächlich mit einem Turmmoment einhergehen, weil den habe ich auch gesehen. Aber ey, ich persönlich liebe Turmmomente, okay? Ich habe das jetzt für mich integriert. Also ich bin ja, wer mir jetzt hier die letzten Wochen, Monate gefolgt hat, ganz besonders auf Barbieverse habe ich das gesagt. Ich hatte den schnellsten Dark Night of the Soul, den ich jemals hatte. Und ich befinde mich auch noch in den Nachwehen, sag ich mal, eines Turmmomentes. Aber ich liebe den Shit, weil ich weiß, dann geht's voran. Ja, ich weiß, dass die kommen müssen, bevor etwas ganz Neues sich auftut. Und I love it, okay? Und jeder, der hier das auch durchzieht und der sagt, ey, weißt du was, am Ende des Tages schmeckt jetzt gerade nicht, aber ich weiß, dass das Gesamtergebnis am Ende muah, Chocgüsel und Chef's Kiss ist. I fucking love it, girl, okay, oder boy? Yes! Yes, finally! Okay, lasst uns gucken. Was sagen eure Fokuskarten? Yin und Yang und Yin! Und Goddess of the Moon, bitch. Okay. Yin, motherfucking. Nee, andersrum. Yin und Yang und motherfucking Yang. Yin, okay? Warum drücke ich? Weil. Do you see it? Jetzt, wo die Karten fokussieren, bitch. Do you see it? 2, 2, 2, okay? Was ergibt das? 6. 6, eine Karte der Liebe, eine Karte, eine Zahl der Liebe, eine Zahl der Balance. Wer Zahlenrausch hat, ja, ihr seht da auch die Negativbedeutungen. Es könnte für einige von euch vielleicht auch eine Warnung sein, je nachdem, wo ihr euch gerade befindet. Aber ja, alle meine Zahlenrauschleser, solltet ihr 222 sehen oder ihr denkt euch jetzt, ah, warte mal, was bedeutet das für mich? Weil das, was sie gerade gesagt hat, was, ne, das Intro, das damit resoniere ich, geht gucken, Freunde. Geht gucken, okay? Für den Rest. Leute, es kann sehr gut sein, dass euer Fokus, eure innere Balance sein sollte zwischen Yin und Yang, heißt maskuliner und femininer Energie, ja, Balance überhaupt. Und zeitgleich entweder eure Intuition mit der Karte Yin und dann Goddess of the Moon auf der Rückseite des Decks. Oh, Leute, einige von euch kriegen... einige von euch werden jemanden kennenlernen oder haben vielleicht auch schon jemanden kennengelernt, aber ich sage euch ganz ehrlich, wenn ihr euch nicht auf euch selber fokussiert, innerhalb dieses Kennenlernens, werdet ihr das Kennenlernen ganz schnell versauen. Ja? Heißt, was meine ich damit? Damit meine ich, lass nicht deine Hobbys oder deine Routinen jetzt irgendwie stehen und liegen, weil dir jemand ein bisschen Aufmerksamkeit gibt. Ja, sitz nicht vor deinem Handy und analysiere, wie oft die Person online gewesen ist, bevor sie dir antwortet. Ja, sitz nicht vor deinem Handy wie die, ja, ich sag mal Toilettenpolizei. Ja, also ich habe vor 53 Minuten ihr was geschrieben. Wann antwortet ihr mir? Cut the shit out. Cut the shit out, okay? Ich bin 1990 geboren. Wir sind wunderbar klargekommen ohne Handy und dass uns jemand im 10-Minuten-Takt geantwortet hat. Um genau zu sein, wenn ich meine Person auf ihrem fucking Haustelefon nicht erreicht habe als Kind, ja, meine Freundin oder mit wem auch immer ich was machen wollte, dann musste ich zur Haustür laufen. Fertig. Ich hab's überlebt. Look at me. Okay, Bubu, look at me. I made it. Okay? Ihr müsst eure Person nicht stalken und analysieren. Bleib lieber bei dir. Bleib lieber bei dir. Überleg dir, gefällt es mir, wenn meine Person 72 Stunden braucht, um zu antworten, ja oder nein? Ist die Antwort ja? Alles tutti. Ist die Antwort nein? What are you doing? Warum suchst du dir nicht eine Person, die innerhalb von 3 Stunden antwortet, anstatt 72? Okay? Es geht also wirklich darum, bei euch zu bleiben, in euch zu gucken, was löst die Person an Gefühlen in mir aus und nicht das ewige, Valerie, ich brauche ein Reading, kannst du gucken, was der Typ über mich denkt? Was denkst du über den Typ, Bitch? That's what I want to know.
Dieses ewige Männer-Glorifizieren von euch Frauen geht mir super auf den Piss. Muss ich ehrlich sagen. Gott ist eine Frau, wenn überhaupt, okay? Um das mal ganz klar zu sagen. Wenn überhaupt. Also, dein innerer Buddha sagt, wir sind eine Einheit und alle untrennbar miteinander verbunden. Ich glaube, das habe ich eben im Bonus Steinbock-Reading gesagt, für diejenigen, die vielleicht Steinbock in ihrer Chart haben oder jemanden mit Steinbock-Aspekten daten. Geht das abchecken. Gib immer dein Bestes, ohne nach Gewinn oder Verlust zu streben. Alles, was du aussendest, kehrt irgendwann zurück. Und genau das sage ich, genau das meine ich, wenn ich euch sage, bleibt bei euch. Okay, wenn ihr zu sehr im Außen seid, könnt ihr nicht euch darauf fokussieren, was ihr aussendet. Leute, Karte Nummer 15, was ergibt Karte, was gibt 1 und 5? 6, Bitch. Sag's doch. Auf der Rückseite des Decks das Ass der Münzen. Mit dem Bitch, mit der Mäßigkeit. Der Sonne dahinter. Okay? Ass der Münzen, die Mäßigkeit und die Sonne. Was sagt uns das? Dass alles, was ich gerade gesagt habe, konfirmiert und bestätigt, konfirmiert, ich liebe mein Denglisch, bestätigt ist, Bitch. The universe said yes. Okay, das Universum steht hinter mir und sagt die ganze Zeit yes, amen, hallelujah. Okay? Leute, ein Neubeginn. Entweder ein stabiler Neubeginn für euch, mit jemandem, ja, gemeinsam. Das kann auch Arbeit sein, tatsächlich. Sechs, wenn wir jetzt an die Sechs der Münzen denken, das ist auch eine Karte, wo es darum geht, nehmen und geben und ich sag mal spendabel zu sein. Ja, vielleicht bekommt ihr eine Beförderung, kann auch sein. Oder ihr teilt euch eine bessere Position mit jemandem, zum Beispiel eine Stelle. Ich glaube, das kennen Stelli das Wort, die Leute, die nicht aus dem Einzelhandel kommen. Stelli ist für die stellvertretende Filialleitung. Ja, könnte sein, dass ihr ein Stelli werden könntet. Und zum Beispiel, keine Ahnung, die Filialleitung geht in Schwangerschaftsurlaub oder irgendwie sowas oder Mutterzeit und dann macht ihr den Job in der Zeit. Zum Beispiel, okay? Wir haben den Bube der Kelche, 7 der Stäbe und dann hier den König der Schwerter. Ja, Mann, Leute, das ist genau das. Bube der Kelche ist unser Vorstellungsvermögen, es ist unsere Intuition. Ja, 4 der Schwerter auf der Rückseite des Decks, das ist Heilung. Ja, Bube der Kelche ist unsere Vision, was wir uns vorstellen, was wir uns wünschen. Es können auch Verliebtheitsgefühle sein, ja, aber hier ganz klar mit den 7 der Stäben. Das ist in diesem Deck auch eine Karte von Meditation und von Schutz. Und es ist genau das, was ich gerade eben gesagt habe, ja. Bevor du hier jetzt ein Reading bei mir buchst, okay, also ich weiß, es ist eigentlich dumm, geschäftlich das zu sagen, weil das ist mein Geldverlust und ich könnte euch ganz klar in der Illusion halten und das hier anders lesen, sodass ihr alle bei mir buchen kommt. Aber ich bin nicht diese, okay? Ich bin Girls Girl und ich warte verzweifelt auf den Tag, wo auch ihr Frauen in euren Wert kommt und in eure Kraft und mal versteht, was Frausein eigentlich wirklich bedeutet, weil ganz offensichtlich haben das ganz viele Frauen auch mit 60 Jahren noch nicht verstanden. Leider, okay? Und es kann hier auch genau das bedeuten. Nicht kann, sondern es ist das, so wie ich es lese, was ich eben gesagt habe. Selbst wenn du verliebt bist, komm nicht zu mir und buch jetzt ein Reading, um mich zu fragen, was der Typ fühlt oder denkt oder sonst irgendwas, weil du kennst die Antwort. Anhand dessen, was du fühlst. Wenn du nämlich wirklich ehrlich in dich gehst und nicht in deinem verzweifelten, wann finde ich endlich meine Person-Mindset, ja? Und dich mal fragst, was fühle ich eigentlich dazu, wenn er mir gesagt hat, er ruft mich an und ruft mich wieder nicht an. Was fühle ich dazu, wenn mir versprochen wird, wir gehen essen und da passiert aber nie was? Was fühle ich dazu, wenn, wie ich eben schon gesagt habe, die Person mir erst nach 72 Stunden antwortet? Wie fühle ich dazu? Fühle ich dazu, dass das jemand ist, den ich an meiner Seite haben möchte, mit dem ich mir vorstellen kann, Kinder zu zeugen? Das gibt mir ein sicheres Gefühl, dieses Verhalten, oder nicht? Und wenn das nicht so ist, musst du das nicht erst verbalisieren und hingehen und sagen, Hammer, du, Dieter, ich möchte mal mit dir reden über dein Verhalten, ja. Du kannst für dich eine Entscheidung treffen und hingehen und sagen, pass auf, Dieter, ja. Dieses 72 Stunden Antworten erst nach 72 Stunden, ohne dass du 1 Billion Euro auf dem Konto hast und mir eigentlich als erstes Date ein Haus kaufst, habe ich keinen Bock drauf. Turnt mich ab. Ja, wer mir auf Barbieverse folgt, der weiß, was ich letztens gesagt habe zum Thema Bring Back Shame und Bring Back Bullying, wenn es um Männer geht, okay?
Übrigens, nein, Männer, ihr braucht mir da nicht folgen. Das ist nämlich jetzt ein Girls-Only-Account geworden, okay? Also, Frauen, ihr dürft mir gerne folgen. Männer, I'm sorry, okay? Not today. So, auf jeden Fall, wirklich, überlegt ihr mal lieber, wie ihr dazu fühlt. Ja, weil immer diese privat, ich liebe private Readings, aber ich muss mir tatsächlich meistens an den Kopf fassen, weil ich denke mir, ich stelle diesen Karten Fragen, die ihr euch selber stellen könntet. Wieso willst du von einem Mann, der dich ghostet seit 3 Wochen, wissen, wie er über dich, also ich verstehe im Prinzip ego-basierend, warum jemand wissen möchte, wie die Person fühlt. Aber wenn man auf Seelenlevel geht, ja, dann verstehe ich es wieder nicht mehr, weil warum fragst du dich das zu einer Person, wenn du Haus und Hof und eine schöne Beziehung im Sinn hast, mit jemandem, der dich ganz klar nicht schön behandelt? Wenn du verliebt bist oder wenn du jemanden toll findest, brauchst du dann 72 Stunden zum Antworten? Nein, dann hast du deine Antwort. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist die Antwort. Okay, und es geht hier ganz klar darum, in diese Balance zu kommen, in dieses Insicht kommen, ja, zu fühlen, was fühle ich im Hier und Jetzt, was stelle ich mir vor, und die Person, mit der ich zu tun habe, gibt die mir das Gefühl, das in Richtung meiner Vorstellungen geht, oder gibt die mir ein Gefühl von, ich möchte im Strahl kotzen und habe Norovirus und Brechdurchfall gleichzeitig, ja? König der Schwerter, Analyse. Bevor der König der Schwerter in die Aktion geht, geht er in die Analyse. Er studiert also quasi das Verhalten, ich nenne es mal jetzt in Kriegsführung, seines Gegners genau. Und bevor er in die Tat, in die Aktion geht, hat er das Muster, ja, Muster erkennen, Muster lesen können, ist die halbe Miete. Denn sobald jemand sein Muster unterbricht, weißt du, okay, da ist irgendwas nicht gut, ja? Oder wenn du siehst, okay, jemand hat ein bestimmtes Verhalten an den Tag gelegt am Anfang und jetzt ist das Muster auf einmal, dass ich nur noch eine Antwort alle 2 Wochen bekomme, dann weißt du, dass dieses Verhalten am Anfang Manipulation war. Nicht das Verhalten am Anfang war das eigentliche Verhalten und das jetzige Muster ist irgendwie was, wo jemand aus der Reihe tanzt. No, girl. Okay, das Anfangsverhalten war Manipulation und das Muster jetzt ist die Realität. Und ihr müsst das bitte verstehen. Ich würde gerne mich wirklich mit jedem Einzelnen von euch treffen, mit einem labilen Mindset und einen 1-gegen-1-Kampf machen, damit ich das in euch reinprügeln kann. Weil ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich das sage, die Leute wollen das nicht hören, beziehungsweise, ja, kann ich gar nichts gegen tun, aber die verstehen, irgendwas klickt nicht. Ja, ich habe manchmal Legungen mit denselben Leuten und in der Zwischenzeit habe ich schon 50 Videos gemacht, wo ich genau das sage und ich kriege immer noch dieselbe Frage gestellt und ich bin diese, okay, aber die nächste Buchung ist nicht mehr für Kartenlegen, sondern die nächste Buchung ist für Faustkampf, weil dann kann ich dir die Botschaft mit den Karten vielleicht in deinen Kopf reinhauen. Okay? Bitte, Frauen, versteht es, damit wir keine Faustkämpfe machen müssen. Bube der Kelche. Erklärt mit 9 der Kelche, das ist genau das. Es ist, was sind deine Wünsche und deine Vorstellungen? Was ist deine Vorstellung von Fülle? Was wünschst du dir? Was ist hier in dir, was du wirklich gerne möchtest? Und hier, guck mal, 2 der Schwerter und dann hier dahinter auch die 5 der Münzen. Ja, jemand hier hat bisher die Augen davor zugemacht, was wünsche ich mir eigentlich? Und die Augen waren ganz stark darauf, was wünscht sich mein Partner? Was denkt mein Partner über mich? Was fühlt er zu mir? Ja, und davon habt ihr euch quasi eure Energie gezogen. Wenn dann zum Beispiel, weiß ich nicht, dein Partner zu dir gesagt hat, ich fühle mich so sehr zu dir hingezogen oder deine Kartenfrau hat gesagt, oh ja, der ist unendlich in dich verliebt, der traut sich nur einfach nicht, dann ist das, woher ihr euch euer gutes Gefühl nehmt, anstatt zu sagen, okay, warte mal, ich merke die Person, wenn ich in mich gehe und meditiere oder abends im Bett lege und über alles nachdenke, dann merke ich, die Person gibt mir wirklich ein gutes Gefühl, nicht mit Jappa, 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 sondern in dem, wie die Person mich behandelt, heißt die Taten, ja, die Taten, was die Person tut, was sie mir zeigt, gibt mir ein gutes Gefühl und nicht Jappa, 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 Jappa. Viele hier von euch legen dieses labile Verhalten ab und kommen in ihren Körper zurück und verstehen, dass das aus innen heraus geschöpft wird. Deine Antwort ist hier, nicht in Karten, nicht in Astrologie, nicht in deinem Horoskop, in der Brigitte, ja, nicht in den Worten, die dein Partner sagt, sondern hier.
7 der Stäbe erklärt mit 6 der Münzen und 10 der Schwerter. Jemand hier macht Breadcrumbing ein Ende, beziehungsweise jemand hier schützt sich vor Menschen, die nur ihr eigenes im Sinn haben und die ihre Energie ständig überall und nirgendwo verteilen. Ja, wenn du einen busy Typen hast und der verdient echt viel Cash, so, dann okay, da muss jemand auch busy sein. Ja, ich sag immer, wenn du jemanden haben möchtest, der dir Sicherheit bieten kann, dann kannst du nicht erwarten, mit der Person 24/7 zu schreiben. Dann muss man akzeptieren, dass die Person vielleicht nicht so ganz so viel Zeit hat wie der Bettler vom Netto. Ja, aber das heißt auch im Umkehrschluss nicht, dass ihr euch abspeisen lassen sollt mit, oh, ich bin ein selbstständiger Unternehmer, ich bin so busy. Ja, weil wenn man kann, dann kann man. Ja, Barack Obama sagt auch nicht zu seiner Frau, hör mal zu, Miss Michelle Obama, ich habe heute leider keine Zeit, weil ich bin ja jetzt Präsident und du siehst mich dann wieder, wenn meine Amtsführung beendet ist. Okay? Wie man sieht an Präsident Trump, hat er nicht nur Zeit für Amerika, sondern auch noch für seine Frau und seine Affären. Okay? Also lasst euch von einem Broke-Typen oder von einem Typen, der morgens um 8 und um 5 Uhr aus dem Büro kommt, nicht irgendeinen Scheiß erzählen. Beziehungsweise lasst euch von mir aus den Scheiß erzählen, aber nehmt es als das, was es ist, Scheiß, und macht es nicht als eure eigene Ausrede von wegen, ach Mensch, der Dieter ist einfach nur wirklich beschäftigt, ja, mit seinem Job als Steuerfachmann. Ja, Dieter, der Steuerfachmann, hat niemals Zeit mehr zu antworten, weil er muss so viel machen. Das ist Bullshit. Der König der Schwerter ist erklärt mit den 9 der Schwerter. Das ist Unabhängigkeit. Das ist die Fähigkeit, sich selber Sicherheit bieten zu können. Und zwar nicht nur monetärer Natur, sondern auch in erster Linie emotionaler Natur. Ja? Sich selber regulieren zu können und sich selber Sicherheit bieten zu können. Meine Person letztes Mal noch zu mir gesagt, dass er es krass findet, beziehungsweise sehr gut, dass ich die Fähigkeit habe, mich selber zu regulieren, bevor ich aus dem Ego heraus hingehe und sage, hör mal zu, das und das und das und das passt mir nicht. Ja, ich bin in der Lage, mich selber zu regulieren und erstmal zu gucken und zu sagen, okay, bin ich wirklich sauer oder verletzt oder bin ich wirklich jetzt hier, ist es wirklich ein Grund, um ein Feuer zu starten? Oder ist es etwas, wenn ich tiefer gucke auf Seelenebene, was eigentlich ein Ich-Problem ist? Und in den meisten Fällen ist es ein Ich-Problem. 6 der Kelche und 10 der Kelche auf der Rückseite des Decks. Er gibt 16 Kelche und reduziert sich auf 7 der Kelche. Also einige von euch haben hier eine ganze Zeit in Verwirrung gelebt und haben davor die Augen verschlossen. Beziehungsweise nicht in Verwirrung, in Illusion. Denn, ich sage das ganz klar hier auch, für einige von euch, ihr habt Ewigkeiten hier über die Zukunft nachgedacht, von euch oder Liebe von euch und in der Romantik oder von euch und eurer Person, und das ist auch eine Form aus der Realität, die hier und jetzt ist, sich quasi, sage ich mal, zu verschwinden, damit man sich damit nicht auseinandersetzen muss, was du eigentlich an dir zu tun hast, bevor du das erreichst, was du dir eigentlich wünschst. Ja, das ist auch eine Form von Escapism, ja, von Flucht. Vor dir selber. Drei der Schwerter. 10 der Stäbe. Es ist Zeit, hier etwas abzulegen. Eine hyper-independent sein, also extrem selbstständig, hyper-selbstständig zu sein. Die Zeit ist abzulegen, denn das ist keine Balance. Ja? Also Shoutout an die Frauen, die alles immer schreien. Ich brauche keinen Mann. Ich kann alles selber. Ich kann alles alleine. Ich brauche keinen Mann. Okay, das ist kein guter Flex. Das zeigt einfach nur, dass du noch voller Trauma bist und eine Menge Arbeit vor dir hast. Und du nicht im Einklang mit deinen Energien bist, also feminine und maskuline Energie. Ja. Für andere ist es eben hier, in die Balance zu kommen und in die Selbstständigkeit zu kommen und nicht Ewigkeiten vor dem wegzulaufen, was ist. Ja, und auch nicht das einzige, Leute, es gibt hier in diesem Buddha-Deck eine Karte, die ist in meinen Kopf eingebrannt. Das einzige, was sicher ist, ist die Veränderung. Okay? Und ihr könnt noch so viel euch wegdenken, euch wegsaufen, euch wegshoppen, wegvögeln, wegmasturbieren, was auch immer. Das wird immer nur eine kurze Zeit halten. Ja, für einige 5 Minuten und 2 Minuten und für andere ein bisschen was länger. Ja, aber im Grunde rettet euch das nicht von eurem Hier und Jetzt.
Die 5-Minuten-Terrine mit Magie, ein Genuss. Oder irgendwie so geht doch der Song, oder? Ja. Also Leute, ich lasse das hier. Dieser 5-Minuten-Ding war auf jeden Fall für einige hier auch eine Botschaft. Ich weiß nicht für wen, aber es war eine Botschaft, okay? Leute, und man muss nicht überall runterstufen, wollte ich dazu auch nochmal sagen, okay? Kommt mir nicht, habe ich auch auf Fabiverse letztens drüber gesprochen, kommt mir hier nicht mit 5-Minuten-Terrine und Brokenness an, ja? Also irgendwann ist auch mal Schluss, irgendwo muss man auch einen Strich machen. Ja, Abstriche zu machen ist eine Sache, aber auf ganzer Ebene, Kante steht out, Leute. Okay, also Freunde, ich lasse euer Reading hier. Ich hoffe, es hat euch Klarheit gebracht. Wie immer in der Infobox, ihr findet den Link zum Zahlenrausch für diejenigen, die es schon haben. Okay, danke, danke. Wer ein privates Reading haben möchte, ihr findet den Link in meiner Infobox, meine Instagram-Accounts auch. Denkt dran, Barbieverse ist nur für Frauen, okay, girls and girls only. Und dann haben wir den Link zum Conscious Club auch noch in der Infobox. Und für wen das alles nichts ist, lasst mir wenigstens ein Like da. Okay, verdient ihr wenigstens 10 Karma-Punkte. 10 gute Karma-Punkte, okay? Okay, okay, Freunde. Ich mache jetzt, was ich zu tun habe. Und wie immer sehen wir uns, wenn wir uns sehen. Bitch! Bye!